Corona hat die ganze Welt hart getroffen. Auf der einen Seite das gesamte Wirtschaftssystem und auf der anderen Seite auch viele einzelne Familien und Personen. Deswegen hat sich die deutsche Regierung etwas ausgedacht. Das heißt, und das umfasst eine Menge coole Sachen. Wie zum Beispiel eine gesenkte Mehrwertsteuer oder Geld für Krankenhäuser oder Kunst und Kultur. Aber so richtig interessant für mich als Schüler wird beim ersten Punkt, dem Kinderbonus. Hierbei handelt es sich um Geld, das Eltern bekommen, damit sie ihren Kindern trotz finanzieller Einbußungen durch Corona noch alles Materielles geben können, was diese brauchen. Aufwand benötigen würde, herauszufinden, welche Eltern das Geld benötigen und welche nicht, hat die Regierung sich dafür entschieden, dass einfach alle das Geld bekommen. Meine Eltern haben das Glück, dass sie zu dieser Gruppe gehören. Also die Leute, die nicht finanziell von Corona beeinflusst wurden. Deswegen haben sie gesagt, dass ich die 200 Euro spenden darf. Obwohl, lass mich korrigieren. Erstens, ich spende das Geld nicht. Es ist das Geld meiner Eltern. Ich darf aber entscheiden, wohin es gespendet wird. Und zweitens, von Spenden kann eigentlich überhaupt nicht die Rede sein. Ich meine, wir haben das Geld zu Unrecht bekommen. Es war für Leute gedacht, die es nötig haben und wir haben das Glück, dass wir es nicht nötig haben. Also ist doch eigentlich die einzig logische Schlussfolgerung, es weiterzugeben.